Willkommen zurück zu Diablo 3. Wir sind im zweiten Akt angekommen. Yes. Und ich habe Schlag der sieben Fäuste benutzt, statt zu laufen. Genau, wir sind im Akt 2 angekommen. Und hier werden wir auch gemütlich weitermachen. Müssen natürlich erstmal zu Lea. Da wären wir. Caldeum. Das Juwel des Ostens. Onkel Deckard hat diesen Ort geliebt. Das würde er jetzt nicht mehr. Da Caldeum nun unter Belials Bann liegt, dem Herrn der Lügen. Ich kann seinen Gestank in der Luft riechen. Wir werden uns trennen. Ihr zwei sucht nach Belial, während ich Magda jage. Cains Tod muss gerecht werden. Wunderbar, wir teilen uns auf. Belial selbst. Das ist noch nicht bereit. Der ist schon wieder benutzt. War aber nix heute, hä? Nee. Belial ist der Hauptboss, glaube ich, in diesem Akt. Genau, das ist der letzte Gegner hier in diesem Akt, den man besiegen muss. Genau. Und Magda, ja. Und Magda ist noch ein Zwischenboss hier. Genau. Wache, woher kommen diese Flüchtlinge? Ich bin keine Wache. Ich bin Ashara, Kommandantin der Eisenwölfe. Wir haben diese Flüchtlinge vor Magdas dunklem Zirkel gerettet, der in diesem Augenblick Chaos und Verwüstung in den Grenzgebieten anrichtet. Meine Feindin. Die Götter haben mich zu euch geführt. Wo kann ich Magda finden? Sie ist auf dem Weg nach Alkanus. Aber sie hat die Straße hinter sich blockiert. Es gibt allerdings noch einen anderen Weg. Durch den Außenposten von Kasim. Okay, da müssen wir jetzt auch lang. Jetzt erstmal ab in die Schlucht, ne? Genau. Dieses Tor führt nach Alkanus. Da wo es genauso sandig ist wie überall sonst auch in diesem Akt. Über die Schlucht hinweg. Ja, da wir nämlich in der Wüste sind. Oh, da ist jemand, eine Verzauberin. Vorreisender. Kultisten bewachen diese Wüstenstraßen und sie töten jeden, der auf ihnen unterwegs ist. Das würde mir die Mühe ersparen, sie zu finden. Dann dürft ihr nicht allein losziehen. Ich werde euch begleiten. Okay, sie begleitet uns, obwohl wir ihre Hilfe nicht wirklich brauchen. Draußen gibt es Illusionen. Mir soll's recht sein. Sie wie Luftspiegelung vor, aber ich durchschaue sie. Es sind die üblen Quantität statt Qualität, ne? Sie werden euch in den Tod führen. Danke für die Warnung. Aber ich fürchte die Magie der Kultisten nicht. Wir sehen wie immer den gelben Pfeil auf unserer Minimap oben rechts. Der kleine Zielörtchen. Hier brauchen wir dann auch diese Verzauberin. Die macht uns dann den Weg frei. Aber erst müssen wir die Kultisten erledigen. Ich bin eine Verzauberin. Die Wege der Magie und Illusion sind mir wohl bekannt. Ich heiße Arena. Danke, Arena. Aber ich glaube nicht, dass ihr mir die Wahrheit über eure Anwesenheit hier gesagt habt. Nun, ich bin auch auf der Suche nach jemandem. Aber wartet, ich mache euch den Weg frei. Sehr schön, hat uns den Weg frei gemacht. Hauptmann, hinter euch! Somit können wir auch direkt weitergehen. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätten die Lakoni heute gut gegessen. Ich reise nach Alkanus. Wird es auf dem Weg dorthin noch mehr dieser Lakoni geben? Noch schlimmer. Kultisten wirken in zwei ihrer Wüstenverstecke Zauber, um die Brücke über die schwarze Schlucht zu verhüllen. Lasst uns nach Norden gehen, zum heulenden Plateau. So, jetzt müssen wir diese beiden Rituale unterbrechen. Das ist aber nicht sehr schwer. Man muss eben nur diese beiden dementsprechenden Höhlen eben finden, wo diese Rituale drin sind. Der Weg freikämpfen und ja, das war's dann auch wieder. Die Kultisten haben versucht, ihre Spuren zu verwischen. Genau, und zwar müssen wir diesen Fußabdrücken folgen, die Verzauberin immer wieder aufdecken kann. Lauf einfach mal rechts ein bisschen entlang. Ja, mach euch. Ich bleib hier und folge den Fußabdrücken einfach nur. Natürlich kommen währenddessen jetzt auch Gegner. Also laut ihr gehen die Fußabdrücke nach rechts im Übrigen. Okay, also rechts habe ich jetzt geschaut, da habe ich soweit nichts gefunden. Okay, dann muss ich da gleich mit ihr mal lang gehen.
Natürlich, ich gehe mal links weiter. Mhm. Also wie immer eigentlich außen am Rande entlang und dann kämpfe ich mich so langsam nach innen. Noch mehr versteckte Fußspuren. Ah, okay, die Fußspuren führen doch nach links. Okay, habe nur einen kleinen Bogen gemacht. Ah, hier ist ein geheimer Altar. Das ist eins der Verstecke der Kultisten. Ja, bei mir ist auch die versteckte Konklave. Die Illusion aufrecht. Unterbreche hier das andere Ritual. Mhm, ich mache hier fertig und fahre dann einfach zu dir. Ja, na klar. Ist aber eigentlich gar nicht wirklich nötig. Mach ich einmal Erfolg. Cool. Was auch immer dafür gemacht werden musste. Ah, da bricht beide Rituale unter 4 Minuten. Hast du es auch gekriegt oder hattest du es schon? Du hattest es schon. Scheinbar hatte ich das schon. Das sollte die Magie des Zirkels aufheben. Wusste ich aber nicht, ehrlich gesagt. So, jetzt nun müssen wir zur Brücke, genau. Ich werde dafür sorgen, dass die Herrscher der Hölle Belial und Asmodan gestürzt und... Ach, du bist sogar schon da. Ich werde natürlich erstmal aufgehalten hier. Ich geh mal weiter, während du da... Ja klar, ich bin ja auch schon da. Die Brückenillusion sollte jetzt gebannt sein. Schauen wir es uns selbst an. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ihr meine wahre Geschichte erfahrt. Ich bin noch nicht wieder bereit. Ich habe diese Zauber vor 1500 Jahren gelernt. Meine Schwester und ich hatten uns einem Mann von großer Macht verschrieben. Wir nannten ihn den Prophet. Er hat uns ausgebildet und in einen magischen Schlaf versetzt, damit wir in dieser Zeit erwachen. Ich soll die Invasion der Herrscher der Höllen verhindern. Unsere Begegnung war offensichtlich das Werk der Götter. Schließt euch mir an. Ich glaube, dass ihr in diesem Kampf eine mächtige Verbündete sein werdet. So, Quest beendet, dafür eine Waffe bekommen, die aber nicht gut ist. Ich wundere, ich gehe kurz zurück in die Stadt und schaue es nach in meiner Truhe. Mhm. Derzeit suche ich den Außenposten. Der Kashim. Werde auch einfach planlos umherlaufen. Selbe wie immer. Ja. Warten, bis der gelbe Pfeil irgendwann auftaucht. Oh, ich kann auch auf dem Weg folgen. Okay. Das ist keine Illusion. Mir jetzt nicht mehr. Die Kultisten haben die Straße versperrt. Ich werde den Weg durch den Außenposten von Kasim im Westen nehmen müssen. Ja, jetzt seid ihr kurz festgehalten von Gegnern. Ja, ich bin ja gleich wieder da. Ja, war gerade knapp bei mir, ich hätte sterben können. Ah, das passt schon. Naja. Gerade nochmal, das Gift von den Gegnern macht mir einfach viel zu schaffen. In der Wüste. Das ist das Ätzendste überhaupt. Definitiv, aber das sagt doch so gut wie jeder. So. Macht dir nichts draus. Wissen, ich komme jetzt wieder zu dir. Mhm. Oh, Blocker, toll. Charmant. Übrigens wirst du gerade gar nicht wissen, was ich in meiner Truhe gefunden habe. Doch. Ich poste es dir gleich. Das ist nämlich genau das Schild mit dem gesegneten Schild. Nee, oder? Doch. Wo ist es her? Ich habe keine Ahnung, aber ich hatte es in meiner Truhe. Ich gehe nach Wenn ihr euch unbedingt kopfüber in den Tod stürzen wollt, dann sprecht mit Hauptmann David. Ihr kannst dir mal kurz angucken. Er hat den Schlüssel zum Tor. Nicht gerade das Beste, aber. Ja, aber das ist halt so. Das ist aber das mit, das gesegnete Schild auf bis zu 4 weiter Gegner springt. Das ist OP. Ganz genau. Wenn das jetzt noch ein paar bessere Stats hätte, wäre es wirklich genial. Aber für den Anfang ist es schon mal nicht schlecht. Ihr seid das Opfer, Magda. Belial hat euch als Köder hergeschickt, um mich von seinem Verrat in Kaldeum wegzulocken. Nein, er würde mich niemals verraten. Erschlagen. Ja. Belial ist der Herr der Lügen, Magda. Ah, es ist okay. Es ist gleich. Schon geil, ne? Seit der Minute, in der ihr Kane getötet habt, seid ihr totgeweiht. Keine Sekunde zu früh.
Sie hatten vor, uns Belial zu opfern. Ja, hier draußen tauchen natürlich auch wieder Gegner auf. Okay, die sind besiegt. Hat Magda Alcarnus erreicht? Ja, wir haben Gerüchte von einem fürchterlichen Blutbad dort gehört. Öffnet das Tor. Ich werde Magdas bösen Taten ein Ende setzen. Okay, wir werden jetzt weiter nach Magda suchen. Ja, also diese Stelle hier ist, soweit ich weiß, auch fast immer gleich aufgebaut. Einfach ein bisschen nach rechts laufen bis zum Ende. Und schon ist man da. Oder bin ich gerade falsch? Nee, eigentlich bist du richtig. Eigentlich schon, ne? Ich glaube hier unten, genau hier unten. Sehr schön. Straße nach Alcarnus. Noch den einen Punkt mitgenommen und dann hier rechts, genau, ist die Brücke. Auch ein kleiner Wächter, wie süß. Der übrigens auch immer da ist. So, das war's. Jetzt müssen wir die eingesperrten Gefangenen befreien. Einfach die Käfige anklicken, das reicht schon. So, drei hätten wir, da ist Nummer 4. Du hast 5. 6, bei mir ist 7 und dann Nummer 8. Also wirklich einfach. So, es gibt auch sogar mehr wie 8. Man muss nur 8 Stück befreien. Kann man hier weiterlaufen? Und wenn man hier dann rechts entlang geht, kommt auch das Versteck von Magda. Und dann fighten wir auch schon gegen sie. Ja, hier vorne ist es, nimmt dann gerade an. Ja, mach ich. So, und hier taucht jetzt auch Magda auf. Keine Lügen mehr. Keine Illusionen. Ihr werdet jetzt sterben. Unwichtig. Während du mich gejagt hast, hat Belials kaiserliche Wache deine kleine Hexe, Lea, gefangen. Bald wird ihre Macht ihm gehören. So, Magda selbst ist kein Hindernis, nur seht ihr es jetzt. Sie tut nämlich Kultisten und Monster heraufbeschwören. Das ist das Einzige, was wirklich sehr, sehr, sehr nervig ist. Und wenn man sie nicht permanent einfriert, dann hat ihr auch Phasen, wo sie kurzzeitig unzerstörbar wird. Und da muss man erst die ganzen Diener zerstören. Ach, stimmt, genau. Hat man jetzt gerade leider nicht gesehen. Das hatte ich vergessen. Wir gehen wieder zurück ins versteckte Lager. Und schauen nach, was mit den anderen passiert ist. Selbst mit ihrem letzten Atemzug schwor Magda noch, dass ihr Meister, der Dämonenfürst Belial, über unsere Welt herrschen würde. Das wird nicht geschehen, solange ich noch lebe. So, da sind wir wieder in der Stadt und da ist auch Tyrael. Bevor ich sie getötet habe, hat mir Magda gesagt, dass die kaiserliche Wache Lea gefangen genommen hat. Aber beim Außenposten von Kasim hat sich doch herausgestellt, dass die Wachen Belials Schlangendämonen sind. Dann müssen sie den Kaiser gegen seinen Willen festhalten. Ich erschauere, wenn ich daran denke, was Belial mit Lea und ihrer wachsenden Macht anstellen könnte. Unsere einzige Chance, Lea zu retten, ist es, den Kaiser den Klauen der kaiserlichen Wache zu entreißen. Ashara von den Eisenwölfen kann uns zum Kaiser bringen. Ich werde mit ihr sprechen.